Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Let the future talk. Ich finde es unglaublich wichtig, junge Menschen sprechen zu lassen, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft und was sie sagen, ist spannend und was sie tun, ist mindestens genauso spannend. Heute begrüße ich Paul, Caro und Alexander, drei junge Menschen, die super spannende Sachen machen. Und zwar haben sie ein Getränk in die Welt gebracht, über das wir heute sprechen werden. Wir haben also Tusis alkoholfreies Jahrgangsgetränk auf Basis der Weintraube, welches wir mit Holunderblütenlistensirup quasi veredelt haben. Also ein ganz natürliches, nachhaltiges Getränk, was sehr erfrischend ist und eben eine perfekte Ergänzung für all jene, die was auf den Alkohol verzichten müssen, darstellt. Mhm. Genau, es ist so ein bisschen Wine but different, das ist ein bisschen unser Leitspruch auch. Es ist so quasi, wenn man mal Auto fahren muss oder mal keinen Alkohol trinken will, aber trotzdem irgendwie so diese Lebensfreude. Das ist ein Glas Wein ist eine extreme Lebensfreude. Das ist Beisammensitzen, Beisammensein, gemütliche Zeit haben. Und das wollen wir eben damit auch für Leute ermöglichen, die einfach mal alkoholfrei unterwegs sind. Schuss 2019 gegründet, im Jahr 2019 gestartet. Davor haben wir circa 2-jährige Entwicklungsphase, Ideenfindungsphase gehabt, wo wir einfach überlegt haben, was könnte dazu passen, eben mit Kombination Verschü, also Weinparallele und so, was könnte man dort als Veredelungspartner quasi hinzufügen. Und ja, dann ist das nach einigen Jahren Entwicklung eben entstanden und dann haben wir das 2019 als ersten Jahrgang eben auf den Markt gebracht und inzwischen gibt es den Jahrgang 2020 und das ist eben auch im Etikett ersichtlich. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt an ein Produkt zu denken oder an einem Produkt zu feilen? Wie ist denn da dieser Schritt von, okay, ich sitze in der Schule und lerne irgendwas zu, hey, ich will ein Produkt entwickeln? Eben, das ist so ein bisschen aus diesem, ja, machen wir was, einen neuen Wein oder was können wir machen? Und da ist es eben so ein bisschen entstanden und dann sind wir wirklich einfach durch den Supermarkt gegangen und haben Komponenten gekauft und haben das einfach zusammengemischt in der Küche mit Pipette und Messzylinder und haben dann ja, einfach geschaut. Es hat uns einfach Spaß gemacht, da ein bisschen herumzumixen. Und dann sind wir schon irgendwie immer mehr draufgekommen, ja, wäre irgendwie cool, wenn wir da so fürs Weingut oder generell ein neues Standbein aufbauen können und uns da als junge Generation quasi verwirklichen können und dann auch gleich zeigen können, dass man ein Produkt nachhaltig gestalten kann und das auch gut ankommen kann und irgendwie Regionalität da schon sehr wichtig ist dabei. Ihr habt es auch schon angesprochen, dass euch wichtig war, dass das nachhaltig und regional ist. Was waren denn da eure Überlegungen, eure Beweggründe? Warum ist euch das wichtig? Ja, definitiv, dass das nachhaltig ist aufgrund auf der veränderten Situation, den Klimawandel und so. Und ich glaube, generell junge Leute interessieren sich auch viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sind zum Beispiel all unsere Zutaten im Umkreis von 50 Kilometer, wenn nicht, weiß nicht, 10 Kilometer vom Haus eigentlich entfernt. Die Weingärten, die Holundersträucher haben wir alles in unserer Nähe und ernten wir selber. Passiert eigentlich alles in einer Hand und das war uns auch sehr wichtig. Ja, und also weil jetzt dieses Umfeld angesprochen habt, gehört das alles quasi zu euch dazu oder sind da jetzt auch die Nachbarn in irgendeiner Weise involviert in das Projekt, weil sie sagen, hey, wir liefern quasi die Kräuterzutaten oder so? Ja, da haben wir das Glück, dass eben durch das elterliche Weingut der beiden, dass wir da wirklich eine super Basis haben, wo wir uns wirklich den Verschü ernten können in Weingärten und eben Holundersträucher gibt es zuhauf in Krems mit super Qualität und ja, da haben wir einfach echt ein tolles Umfeld.
Ja, da habe ich jetzt vielleicht die Frage noch nicht präzise genug gestellt. Also was mich interessieren würde, ist, ob das auch regional einen Effekt auf andere hat. Ja, also die Holundersträucher, sind die auch im Weingarten oder auf dem Weingut von den Türks, oder kommen die von jemand anderem im Umkreis? Na, das ist schon im elterlichen Weingut. Okay. Nur immer bei der Zitronenmelisse, also da haben wir quasi einen Bauern aus der Umgebung, der was uns da weiterhilft. Also da haben wir noch zu wenig Anbaufläche selbst. Und inzwischen bauen wir auch selber und schauen wir mal, ob es was wird. Ja, ich denke mal, auf der einen Seite bringt es irgendwie Unabhängigkeit, wenn man möglichst viel selber machen kann. Auf der anderen Seite finde ich das auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit immer eine spannende Frage. Bringt es dem Umfeld quasi auch Wert, absolut, ja, vielleicht vorher nicht da war. Ne? Ja. Und das ist natürlich das Ziel auf jeden Fall, aber wir sind halt noch relativ am Start, wir sind quasi im zweiten Jahr. Bei den aktuellen quasi Mengen, was wir benötigen, geht es halt jetzt ganz gut, nur von der eigenen aus. Ich habe so den Eindruck bekommen, dass Caro dein Thema speziell auch die Nachhaltigkeit ist und so. Gibt es da jetzt andere Aspekte auch noch, wo ihr auf die Nachhaltigkeit geschaut habt? Also, ich weiß nicht, die eingesetzten Materialien, Verpackungen oder irgend sowas? Wir haben es in der Glasflasche anstatt Plastik. Da haben wir schon mal drauf geschaut. Des Weiteren versuchen wir halt so gut wie möglich alles plastikfrei zu verpacken. Manchmal geht es nicht, ist uns allen klar, aber wir schauen, dass wir in die richtige Richtung gehen und sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Und erzählst du noch ein bisschen über den Vertrieb von eurem Juice? Wir sind, also der größte Teil geht auf jeden Fall in die Gastronomie. Aber haben es jetzt auch geschafft, dass wir im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel auch im Jakober Markt gelistet sind. Und natürlich auch über den Webshop. Das funktioniert auch ganz super. Falls dieser Podcast jetzt unglaublich viele Leute neugierig machen sollte und die sagen, ich will das jetzt unbedingt kosten, die können es über den Webshop bestellen auch. Ja. Versandfrei. Wie habt ihr denn diese Vertriebspartner gefunden oder aufgebaut? Ist das über die Gastronomie-Expertin Caro gekommen oder wie? Also ich muss sagen, wir haben auch eine große Unterstützung von unserem Vater, da wir mit dem Weingut schon in vielen guten Hotels und Häusern unseren Wein vertreten haben. Haben wir jetzt vielleicht auch leichter oder gleich eine Ansprechperson, an wen wir uns gewendet haben, dann auch das Juice dort hineinzubringen. Aber es ist einfach wichtig gewesen, viel das ganze Netzwerk mit den Leuten zu reden, auf die zuzugehen, und viele waren dann noch bereit, natürlich uns jungen Menschen eine Chance zu geben. Und also man muss halt viel unterwegs sein, so einige Gastronomen, wo man hingehen, kurz das Produkt und quasi vorstellen, ein paar Kostproben dazu lassen und dann natürlich auch ein zweites Mal hingehen oder noch telefonieren und so. Also da muss man schon dranbleiben. Also es ist nicht das einzige Getränk am Markt sozusagen. Könnt ihr eure Alleinstellungsmerkmale vielleicht noch einmal zusammenfassen? Ja, also das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicher der Jahrgang. Also wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit einem Jahrgang-Etikett, was eben aufgrund von Verschü gegeben ist, den was wir noch einmal im Jahr ernten können. Also Verschü ist der Saft von den grünen Trauben, den was wir schon Anfang August mit einigen Freunden geerntet haben. Zusätzlich sind es quasi nur die reinen Komponenten, welche durch Hochkurzzeiterhitzung quasi stabilisiert werden. Also es kommt kein einziges Konservierungsmittel sozusagen ins Getränk hinzu. Also es ist ein ganz natürliches Erfrischungsgetränk sozusagen. Und sicher auch dieser nachhaltige Aspekt, der dabei ist, den wir einfach sehr wichtig finden, weil wir auch sehr überzeugt davon sind, dass regionale Lebensmittel, seien es vor einem Bauernhof oder sonst was, einfach die Wertschätzung dieser Lebensmittel sehr stark steigert und in Zukunft extrem wichtig ist. Wie soll es denn in der Zukunft weitergehen? Also soweit das derzeit überhaupt planbar ist und so, aber habt ihr schon Ausbaupläne, Expansionspläne? Den Markt weiter expandieren,
in mehr Hotels, mehr Gastronomiebetriebe mit dem Juice vertreten zu sein und auch wieder in mehr Einzelhandel. Wir sind ja dabei nur im Regional. Also, wo würdet ihr es gerne stehen sehen in Zukunft mal? Jetzt zum Beispiel so ein Young and Urban Programm oder sowas, da können wir uns gut vorstellen. Oder in hochwertigen Bäckereien, spezielle Lebensmitteleinzelhändler und so weiter, so in die Richtung. Mhm. Und einfach stärker in die Gastronomie. Einfach. Okay. Und inhaltliche Ziele sind einfach, dass man ein bisschen noch mehr in Richtung Social Impact geht, dass man, also da wissen wir noch nicht genau, inwiefern das ausschauen könnte, aber da haben wir so einige Ideen, wie man halt einfach nur das Produkt quasi auch für andere einen positiven, noch positiveren Impact schaffen könnte und irgendwie, ja. Da kommt ja dann vielleicht der nächste Changemaker-Workshop daher oder so, wo ihr an dem arbeiten könnt. Ne? Richtig, ja. Okay, ja, und dann die nächste Variante, Geschmacksrichtung oder was war das? Was gibt es da für Pläne? Juice Rosé ist geplant. Also wir machen das ja mit den ganz normalen grünen Trauben und kann das hier auch mit roten Trauben herstellen. Und der hat dann so eine leichte Rosé-Farbe. Quasi auch noch beim Testen der zusätzlichen Komponenten mit was das am besten harmoniert. Wir wollen halt, dass das einen sehr anderen Geschmackston wieder abgibt und eben auch was sehr Spezielles wieder ist. Und genau, dass das wieder sich komplett abhebt, aber trotzdem eben mit dieser Juice-Familie ein bisschen was zu tun hat. So wie ihr euren Werdegang auch beschrieben habt, ich finde das wirklich toll und auch sehr ermutigend für andere, weil da so viel von eurer Begeisterung durchkommt und auch von also viel Leichtigkeit. Ja. Jetzt möchte ich noch ein bisschen fragen, du, Paul, hast ja vorher angesprochen, dass da auch viel Trial and Error dabei war. Wie seid ihr in diesen Situationen umgegangen? Also wenn man so merkt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, was hat euch da weitergeholfen? Und definitiv, also gerade so in der Vertriebsebene und so, ist es natürlich nicht immer leicht, vor allem wenn man halt so als komplett neues Produkt auf den alkoholfreien Markt kommt, gibt es viel Angebot. Es ist immer eine sehr starke preisliche Frage dahinter. Wie können wir noch billiger werden? Und da wollen wir auch nicht extrem viel mitspielen in die Richtung halt, weil wir einfach diese Wertschätzung, die das Produkt einfach auch kostet, halten wollen. Also dieses Ermutigen ist sehr wichtig. Ja, das Team, also das ist schon super. Wenn das floriert, wenn man da super zusammenarbeiten kann, das ist schon sehr wichtig. Und wenn man dann halt zum Beispiel da in der Kronenzeitung, wenn dann dein Produkt quasi auf einer halben Seite wieder vorgestellt wird, oder letztens waren wir im Profil als Getränkeempfehlung der Woche vom Adi Schmidt empfohlen, das motiviert dann quasi schon. Also das. Und was auf jeden Fall die größte Motivation ist, ist einfach, wenn dir dann die Leute sagen, das schmeckt so gut, ich genieße das jeden Abend und das taugt mir einfach. Und weil ihr gerade angesprochen habt, das Team, wie das hilft und so, habt ihr eigentlich auch so Aufgabenverteilung, wo auch irgendwie jeder besondere Stärken hat, die er oder sie da einbringen kann. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder seine Stärken da auch ganz auslebt. Der Paul zum Beispiel hat ja schon angesprochen, er fotografiert sehr gerne und ist auch für die ganzen Gespräche und so sehr offen immer. Der Alex macht hauptsächlich Vertrieb und ist unser Jungwinzer. Produktionsseite. Ja, genau. Der kennt sich da perfekt aus. Und ich schaue ein bisschen Social Media und so, dass da alles passt. Und im Vertrieb, da sind wir halt meistens dann zu dritt oder zu zweit unterwegs. Genau. Das machen wir dann meistens gemeinsam. Und wir unterstützen uns auch alle in allen Tätigkeiten. Also wenn wer wo Hilfe braucht, dann sind wir auch für den anderen da und machen das gerne gemeinsam auch. Mhm. Muss man es ein bisschen aufteilen, weil sonst steigt man sich nur gegenseitig in den Bereichen auf den Füßen herum. Und ich glaube, das ist so viel produktiver, wenn man ein bisschen, natürlich, es hängt vor allem in so einem extrem klein strukturierten, ich sage jetzt mal Unternehmen oder Projekt, hängt sehr viel einfach an jeder Person. Und
an dieser Zusammenarbeit, die sich daraus ergibt. Das ist schon ganz klar. Wie viel von eurem Getränk habt ihr schon verkauft in diesen 2 Jahren oder irgend sowas, damit man sich die Dimensionen vorstellt? Also wir haben heuer vom Jahrgang 2020 40.000 Flaschen produziert. 40.000? Und haben jetzt circa die Hälfte verkauft. Mhm. Und der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass das eng wird, dass wir bald ausverkauft sind. Jetzt denke ich mal, solche Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder. Ja, dennoch gibt es wahrscheinlich Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ihr anderen auch weitergeben könnt. Also was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ihr seid zwar zumindest aus meiner Sicht noch sehr, sehr jung, aber im Vergleich zu Leuten, die ein paar Jahre hinter euch sind, ja, die jetzt, ich weiß nicht, so 2 Jahre vor Schulabschluss sind oder so, seid ihr ja jetzt schon Vorbilder, ja, die Erfahrungen gesammelt haben, die schon erfolgreich was auf die Beine gestellt haben. Was könnt ihr diesen Menschen denn mitgeben? Auf was soll man achten? Wie soll man sich ausrichten, um auch helfen zu können? Ich glaube, ganz wichtig, wurscht, was man macht, wurscht, in welchem Bereich man ist, ist, dass man dranbleibt. Und das ist ganz sicher nicht immer einfach. Das haben wir auch gemerkt. Das ist einfach, wenn es Rückschläge gibt, dann fehlt es an Motivation und so weiter. Und dann ist aber wichtig, dass man dranbleibt. Wenn es Error gibt, dann muss man ja irgendwann auch an den Punkt kommen, zu sagen, okay, da geht es nicht weiter. Ja, absolut. Ja. Aber trotzdem dranbleiben. Wo ist denn da die Grenze zwischen dranbleiben und einsehen, es war irgendwas, war der falsche Weg? Ich glaube, das muss man sehr schnell sehen. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, das zu erkennen. Wenn was nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen Weg. Das ist so ein bisschen die Abzweigungen, die man nehmen muss und die muss man richtig nehmen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und da ist ganz sicher Hilfe von Leuten, die das einfach schon, die Erfahrungen schon gemacht haben und so. Eben was der Alex gesagt hat, diese Experten, die wir uns auch ein bisschen dazugeholt haben, durch das, dass wir so jung sind, auch super dazuholen können, die helfen da einfach enorm, weil die haben viele Erfahrungen schon gesammelt. Und wenn man Fehler vermeiden will, dann hilft das sehr stark. Also zum Beispiel jetzt bei der Etikettengestaltung. Mhm. Der Paul ist ja grafisch sehr, sehr begabt, hat da relativ schnell einen Entwurf gehabt, aber uns war relativ schnell klar, dass der Bild der Peppe, dass dieser Bild zu langweilig ist. Und da haben wir dann relativ rasch gemeinsam entschieden, dass wir da halt Unterstützung von einem Profi brauchen, der was das schon öfters gemacht hat und der, was uns da halt weiterhelfen kann, wie wir das halt gestalten, so dass das halt auch auffällig ist, so dass das sehr, sehr ansprechend ist für die Oder in der Namensfindung. Da ist es echt schwierig für ein Produkt, einen Namen zu finden, der einprägsam ist, der gut klingt, der irgendwie im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt. Und trotzdem nicht geschützt, diesen Namen rechtlich und so weiter. Also das ist echt eine Herausforderung und da dann ja, sich auf einen Namen zu einigen und nicht in die falsche Richtung zu rennen. Wie ist das gelaufen? Was haben euch da die Experten geraten oder welche Fragen haben die gestellt? Was haben die gesagt, worauf ihr achten müsst? Also beim Namen ist extrem wichtig, wie der klingt eben, wie einprägsam der ist, diese Punkte, die ich gerade gesagt habe. Und das muss man unbedingt beachten. Ansonsten, wenn man irgendwie einen Namen verwendet, der sofort wieder vergessen wird. Bei uns ist ja die Herkunft von Juice, kommt vom Englischen Saft, Juice eben, und Verschü, eben eine der wichtigsten Komponenten. Mhm. Genau, dann, wenn man das alles beachtet beim Namen, dann merken sich die Leute das auch. Und beim Design ist es ganz einfach Wiedererkennbarkeit, was sicher den wichtigsten Part spielt. Es darf auch gar nicht zu kompliziert sein. Also besser ist meistens, wenn man es relativ schlicht und einfach sozusagen haltet. Ja, ihr Lieben, dann bleibt mir nur, euch weiterhin alles Gute zu wünschen und gutes Gelingen. Und ich glaube, dass die Gastronomie bald wieder aktiv werden kann. Wir hoffen es. Vorausgesetzt, dass das möglich ist, ja, wünschen wir uns natürlich alle sehr. Also mir geht das auch schon ab, so gemütlich im Beisel zu sitzen und im Sommer absolut, dann natürlich erst recht. Ich habe ja hatte ja, wie gesagt, auch schon Gelegenheit, euer Juice zu verkosten. Ihr habt mir eine Kostprobe geschickt und ich muss sagen, es ist wirklich erfrischend und köstlich. Schmeckt sehr ganz, schön. Ganz toll. Also kann mir das auch sehr, sehr gut als wunderbares Sommergetränk vorstellen. Perfekt. Und freut uns. Ja.
Ja, also alles Liebe, alles Gute für euch. Vielen Dank, dass ihr bei Let the Future Talk zu Gast wart und über eure Erfahrungen erzählt habt. Ich glaube, die werden für viele Leute sehr inspirierend sein und sehr hilfreich. Also, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, grüß euch, alles Liebe. Tschüss, tschüss, danke. Ciao. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.